Ihr lieben Freunde meines Kanals, die dritte Phase der Season of Discovery ist erfolgreich gestartet und nachdem Blizzard die Lebenspunkte der Bosse im Sunken Temple gehotfixt hat, hat die Hordengilde None of the Above vom EU-Server Wildgrove, von unserem Server also, hat den Job gemacht und den Raid geclearet, dickes GZ an der Stelle. Ja, Blizzard musste da wirklich zurückrudern, schaut euch mal an, um wie viel Prozent die Lebenspunkte der Bosse genervt wurden, teilweise über 50%. Im offiziellen Statement dazu schreibt Blizzard nur, dass sie die Player-Power ziemlich überschätzt haben und deswegen sind die Bosse mit so vielen Lebenspunkten gestartet. Sie wollten also verhindern, dass der Raid zu leicht wird und haben ihn dadurch zu schwer gemacht. Finde ich ja so rum ganz ehrlich besser, als wenn der Raid zu leicht gelauncht worden wäre. Dann wäre es irgendwie auch blöd, wenn direkt nach einer Stunde wäre alles clear gewesen. Allerdings, nachdem dann die HP gehotfixt wurden, war es ja so, dann hat es nicht mehr lang gedauert und die ersten Gilden haben den Raid geklärt. None of the Above waren die allerersten, haben sich also den World First geholt. Coole Sache an der Stelle. Und natürlich haben wir dann jetzt auch ein paar Infos. Wir haben verwertbare Daten und können uns mal anschauen, wie sehen eigentlich die Logs der Klassen in Phase 3 aus. Ihr kennt das ja bei mir schon. Von Zeit zu Zeit schauen wir immer mal auf Warcraft-Logs und schauen uns dort die Rankings an, die ja einen ganz guten Ausblick darüber geben, wie gut die Klassen aktuell im Raid gespielt werden können. Aber bevor wir jetzt da reinstarten, ganz wichtig Leute, die Rankings sind noch nicht final. Sie stellen nur den aktuellen Stand der Datengrundlage dar. Bedeutet, da kann natürlich noch jede Menge passieren. Es wird Balance-Updates von Blizzard geben. Die Spieler bekommen immer bessere Ausrüstung. Die Spielweise wird wahrscheinlich nochmal angepasst. Welche Consumables sind dann die besten? Verzauberungen, World-Buffs mit dabei, etc. pp. Da gibt es einfach sehr, sehr viel, was mit beachtet werden muss. Deswegen die Rankings, die wir uns jetzt anschauen, stellen den derzeitigen Stand dar. Das kann aber nächste Woche schon wieder anders aussehen. Das einfach nur noch mal vorweg, damit sich da auch keiner wundert, beziehungsweise da auch niemand drauf hinweisen muss. Wir starten natürlich mit den Damage-Dealern und sehen sofort, da hat sich einiges getan im Vergleich zum Ende der zweiten Phase. Der Nahkampfjäger ist zurück auf Platz 1 und steht dort auch stabil. Wir erinnern uns, zum Start Phase 2 stand er dort schon mal, dann gab es allerdings ein paar Updates und er ist zurückgedrängt worden. Jetzt ist der DPS-Schurke auf Platz 2, der Nahkampfjäger auf Platz 1. Ich bin sehr gespannt, wie sich das noch entwickelt. Der Verstärker-Schamane, der zum Schluss Phase 2 die DPS wirklich dominiert hat, der ist aktuell noch auf Platz 3, dicht gefolgt vom Krieger. Wir sehen aber zwischen Verstärker-Schamane und Krieger im Vergleich zum Schurken und zum Nahkampfjäger, da ist die Kluft schon ein wenig größer. Und dann kommt der Fernkampfjäger. Der hat ja in Phase 2 so ein bisschen gelitten gehabt. Jetzt ist er zumindest aktuell wieder zurück in den Top 5. Und dann kommt der Feral-Druide. Wir sehen also auf den ersten Plätzen fast nur Nahkämpfer. Der Range-Hunter bildet hier wirklich eine Ausnahme. Und der Fire-Mage, der in Phase 2 auch super stark war. Und erst dann kommt der Hexenmeister. Ein bisschen auffällig der Paladin. Auch wenn er Nahkämpfer ist, ist er im Mittelfeld vertreten. Ich glaube, da wird noch einiges passieren. Und dann kommt der Ele-Schamane und die Eule. Also die Caster, die hat es hier wirklich ins Mittelfeld verbannt. In Phase 2 durch die hohen Rüstungswerte der Bosse waren Caster ein bisschen stärker in Gnomeregan. Jetzt aber in Sunken Temple sind sie aktuell. Das kann sich natürlich noch ändern. Naja, ein bisschen schwächer. Und wenn wir uns wirklich die Unterschiede angucken zwischen Feuermagier und zwischen Schurke und zwischen Nahkampfjäger, das ist wirklich nicht wenig, was da der Unterschied ist. Ein bisschen leid tut mir ehrlicherweise der Shadow Priest, da hatten viele in Phase 2 sehr große Hoffnungen gehabt und er ist auch sehr stark gestartet in P2, hat sich dann aber auch im Verlauf von P2 schon immer weiter nach unten gearbeitet und in P3 startet er direkt ziemlich schwach und danach kommen auch nur noch Frost- und Arkanmagier, die ja im Raid sowieso nicht so gerne als DPS gespielt werden. Beim Arkanmagier gehe ich sogar ein bisschen davon aus, dass das eher die Logs der Heiler sind, weil Arkanmagier machen Heilung über Damage. Deswegen gehe ich jetzt eher davon aus, dass das der Damage der Magierheiler ist, den wir hier haben. Schauen wir uns mal die Parses an, also wie viele Logs wurden eigentlich eingereicht pro Klasse. Zeigt ja auch immer so ein wenig, welche Klassen sehr beliebt sind, also sehr gerne gespielt werden. Und da sind die meisten Logs bei Feuermagiern. Über 6000 Logs wurden da eingereicht, also Feuermagier, der war in Phase 2 super stark, ist deswegen auch sehr, sehr beliebt. Schurken sind auch sehr beliebt, 4000 Parses,
genau wie DPS-Krieger mit 5000 Parses. Also wir sehen hier teilweise wirklich so eine gestaffelte Einteilung. Also sehr, sehr schwach. Aktuell sind Ele-Schamanen nicht mal 1000 Parses. Und ja gut, Frost- und Arkanmagier. Bei Arkanmagier hatte ich ja eh gesagt, das sind wahrscheinlich die Heiler-Logs, die sich damit reingemogelt haben wegen DPS. Und Frost wird im Raid nicht gespielt. Da bin ich eher gespannt, wie sich das dann mit Molten Core ändert, ob da Frost-Mages ihre Rückkehr in die Raid-Logs feiern werden. Ehrlicherweise, so viel können wir nach den wenigen Tagen hier noch nicht sagen. Die Parses sind natürlich immer auch nur die eingereichten Logs. Sprich, wenn ein Spieler bei euch im Raid loggt, dann wird der Log mit eingereicht und zählt hier auch. Loggt niemand, dann landet der Log natürlich nicht auf der Webseite und wird nicht mitverarbeitet. Und Spieler, die nicht raiden, werden sowieso von den Logs nicht erfasst. Also das sind hier wirklich nur die allerersten Daten der allerersten Raids. Das ist auch überhaupt noch nicht aussagekräftig, wie viele Leute gerade die Season spielen. Es gibt aber immer einen ganz guten Überblick darüber, wie populär einige Klassen sind. Wir dürfen natürlich nicht vergessen, dass so ein Raid auch eine maximale Spieleranzahl hat. Und dann gibt es ja auch immer das Thema Raid-Komposition. Wie viele Spieler einer Klasse nimmt man mit? Wie viele Rollen werden vergeben? Nahkämpfer, Fernkämpfer, welche Buffs möchte man dabei haben? Also danach wird natürlich auch entschieden, wie viele Parses eigentlich pro Klasse gemacht werden können. Aber ja, das ist erstmal so der erste Ausblick bei den Damage-Dealern. Wir wechseln mal auf die Heiler. Da gibt es ja weniger zum Glück von und ich gehe sehr stark davon aus, dass Priester weiterhin dominieren werden. Und wenn wir uns erstmal die Logs anschauen, dann sehen wir, dass die Druiden aktuell ziemlich stark sind, genau wie die Priester. Und dann kommen Paladine, Magier, Schamanen. Wobei, wenn wir uns mal angucken, der Heiler Schamane mit 75 im Durchschnitt und der Druide mit 95, der Priester mit 90, da sind die Unterschiede jetzt nicht so krass wie bei den Damage-Dealern. Da müsst ihr also jetzt nicht in Panik verfallen, wenn ihr Schamane spielt und denken, oh mein Gott, ich muss unbedingt auf Druide umrollen, sonst wird das mit dem Heilen nichts. Wobei, und das gilt natürlich für alle Logs, der Skill zählt natürlich mit. Nur weil die Logs das so anzeigen, bedeutet das nicht, dass Druiden immer besser sind als Schamanen. Wenn euer Druidenspieler mittelmäßig ist und euer Schamane so richtig in die Tasten kloppt, dann kann das natürlich bei euch genau umgekehrt aussehen. Ein Blick auf die Parses verrät natürlich, was ich mir eh schon dachte. Priester sind unangefochten auf Platz 1 mit über 6000 Parses. Druiden schaffen es gerade mal auf 2300. Paladine und Mages auf 1300 und Schamanen auf knapp 1200. Natürlich muss man mit dazu sagen, Priester haben kaum eine andere Chance. Wir haben uns die Logs vom Shadow Priest angesehen. Das ist dann natürlich ehrlicherweise so ein Ding, wenn ihr Priester spielt, dann sehr wahrscheinlich als Heiler. Dementsprechend gibt es da auch einfach sehr viele von. Und Priester waren schon immer in World of Warcraft die Heilerklasse Nummer 1. Deswegen wundert mich das hier auch ehrlicherweise wenig. Ich selber spiele ja meine Magier als Heiler und muss sagen, ich kann im Healen ganz gut mithalten. Von daher müsst ihr jetzt euch auch echt keine Platte machen, nur weil ihr nicht Priester spielt. Ihr könnt auch mit den anderen Klassen gut heilen. Priester sind aber einfach die Heilerklasse schlechthin. Und last but not least noch ein Blick auf die Tanks. Und da sehen wir, dass der Schurkentank wirklich extrem gut funktioniert, also wesentlich besser als der Rest. Der Rest bildet so eine ganz gute Einheit, so der Warlock mit knapp 57er Logs und Druiden mit 48er Logs, da ist wirklich kaum Platz dazwischen. Aber der Tank-Schurke mit über 70, der sticht hier schon heraus. Interessanterweise, der Tank-Schamane, der für mich so gefühlt der Good-to-Go-Tank ist, der ist hier gerade mal im Mittelfeld. Wobei, ganz ehrlich, abgesehen vom Schurken, kann man wirklich sagen, die Tanks funktionieren hier auf der DPS-Basis wirklich gleich gut. Die Frage ist dann natürlich, wie gut können sie tanken? Das lässt sich leider in den Logs immer nicht ganz so gut abbilden. Bei den Schurken kommt natürlich mit dazu, dass Schurken von Hause aus auch schon sehr gute DPSler sind. Deswegen ist der Schurke hier so unangefochten auf Platz 1. Und wenn wir uns die Parses anschauen, dann sehen wir erstmal, oh, die Zahlen sind ja ziemlich niedrig. Wie kann das sein? Naja, ihr braucht einfach nicht so viele Tanks im Raid. Also selbst in einem 20er Raid braucht ihr so zwei Tanks. Ich kenne jetzt die Bossmechaniken noch nicht alle, deswegen kann ich nicht sagen, ob manche Bosse in Sunken Temple 3 oder 4 Tanks benötigen. Aber in der Regel geht ihr auch in der 20er Gruppe mit zwei Tanks rein. Deswegen gibt es einfach nicht so viele Tank-Slots.
Und obwohl sie zumindest als DPS-Tanks ganz gut funktionieren, werden Schurken trotzdem eher ungerne als Tank gespielt, nur 150 Logs. Dafür aktuell auf Platz 1 die Paladine mit 924 Logs, dicht gefolgt vom Hexenmeister 755 Logs und dann Schamane 600, Krieger 500, Druide 600. Wie gesagt, das sind relativ gleiche Zahlen. Von daher würde ich mal einfach sagen, die Tanks funktionieren in der ersten Auswertung alle recht gleich gut. Wobei das ist, wie gesagt, eine DPS-Auswertung. Es ist immer ein bisschen schwer, da wirklich zu sagen, wer ist als Tank da auch wirklich am besten spielbar. Das müssen wir dann sehen über die Season, wie sich das ergibt. Bisher war so das Feedback von Leuten, mit denen ich mich unterhalten habe, dass der Tank-Schurke und der Hexenmeister-Tank, das ist immer so eine Wundertüte, ob das gut funktioniert. Krieger und Druiden funktionieren recht stabil, Paladine gibt es auf Hordenseite nicht und Schamanen funktionieren wohl wirklich sehr, sehr gut als Tanks und werden deswegen auch sehr gerne gespielt. Das sind da zumindest so meine Eindrücke bisher gewesen. Okay, ihr lieben Leute, wie gesagt, das war ein Blick in die Logs und ja, es gibt natürlich immer eine Menge, was man zu den Logs mit als Rahmen mit dazugeben muss. Natürlich werden nicht alle Spieler erfasst. Ihr müsst euch in einer Gruppe befinden, wo mindestens ein Spieler loggt. Es sind wirklich nur die Raids, die bisher auf Sunken Temple geloggt wurden. Also das ist noch keine große Masse. Natürlich wird es noch Klassen-Updates geben. Ihr müsst noch euer Gear farmen. Die richtigen Consumables müssen dabei sein. World Buffs etc. pp. Deswegen macht euch da noch keine Gedanken. Das ist nur eine erste Übersicht und wir werden natürlich über die ganze Phase weiter verfolgen, wie sich die Zahlen entwickeln werden. Und wir starten auch bald mit unserem eigenen Sunken Temple Raid. Nämlich noch in dieser Woche wollen wir zum ersten Mal rein. Wenn ihr da Interesse habt, wenn ihr mitkommen wollt, wir spielen als Horde auf dem Server Wildgrove. Joint einfach unserem Discord. Der Link ist in der Videobeschreibung. Wir freuen uns auf euch. Meldet euch für den Raid an. Ihr müsst natürlich Level 50 sein und ihr müsst natürlich auch den kompletten Raid-Abend Zeit haben. Das ist super wichtig. Ansonsten würde ich sagen, war es das gewesen. Wie immer freue ich mich an dieser Stelle auf euer Feedback und eure Kommentare. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder im nächsten Video. Haut rein und gehabt euch wohl. BB, euer Hyuga.